Ja, was geht? Hier ist die German Kartoffel und willkommen zu Child of Light. Ja, das Ganze ist ein Spiel von Ubisoft und kann gekauft werden über Uplay. Also, ich habe es jetzt über Steam gekauft und dann wird man da so weitergeleitet zu Uplay. Ja, ich habe das Ganze jetzt schon ein bisschen angespielt. Klar, 2-3%, um zu gucken, wie es ist und was läuft. Und eins kann ich sagen, dieses Spiel ist der Hammer. Und allein jetzt hier diese Musik, also es ist einfach wunderschön. Ja. Ja, also es ist wirklich eine richtig geile Atmosphäre, dieses Spiel. Ist mal so was ganz anderes, so zwischen den Teilen voll und so. Ja, das kommt jetzt hier auf U-Games, dieses Spiel. Ich weiß jetzt noch nicht, welchen Tag das jetzt so war. Scheiße, ich wollte nicht weiter klicken. Ja, also hier auf U-Games kommt das Ganze jetzt. Child of Light. Sehr, sehr hammer Spiel und das Ganze kostet nur 15 Euro. So, das Ganze jetzt mal wieder zurück zum Hauptmenü. Yep. Das Ganze kostet wirklich nur 15 Euro, ja. Und was man dafür bekommt, ist echt der Hammer. So, wir machen mal ein neues Spiel. Fortsetzen. Normal. Ich lasse euch mal kurz alleine, denn das ist ein richtig geiles Pre-Intro. Ja, hört es euch an. Kind, geh nun zu Bett. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Von Lemuria, einem längst vergangenen Reich. Und einer Maid, die den Ruhm musste wählen. In Austrias Kronland einst ein Herzog regierte. Ihm ward Aurora zur Tochter geboren. Einer geheimnisvollen Herzogin Kind. Der Vater hatte sie zum Liebling erkoren. Allein zog er das Mädchen groß. Nie bereitete er ihr Schmerz. Doch einsam suchte der Herzog Trost und verlor in einer Nacht sein Herz. So nahm das Schicksal seinen Lauf. 1895 zur Osterzeit. Musikanten spielten für den Herzog auf, die neue Braut an seiner Seite. In der Nacht fiel Aurora in Schlaf. Der Kamin brannte nicht mehr heiß. Ein Schauder breitete sich aus. Ihr Körper war so kalt wie Eis. Am Morgen fand man sie starr. Erloschen war Auroras Licht. Ihr Vater weinte und flehte, doch einen Zweifel gab es nicht. Aurora war tot, sie sagte kein Wort. Und doch, es war einmal vor langer Zeit, da erwachte sie an wundersamem Ort. Also, wenn es jetzt noch nicht überzeugt hat, auch wenn es jetzt, ja, ein bisschen merkwürdig doch ist, so eine Märchengeschichte und so, aber dieses Spiel ist echt cool. Also das ist hier ein 2D-Spiel, ich weiß gar nicht, wie man das Ganze nennt. Da könnt ihr mir mal weiterhelfen in den Kommentaren. Ja, und wir spielen jetzt einfach mal Ubisoft Montreal Production. Child of Light. Also wirklich, die Soundtracks sind abgefuckt geil. Wir sind jetzt ja schon von der Aurora, die wir hier spielen. Diese wunderschönen Jahre. Härchen. Also mit W können wir springen, AD ist zum Laufen und ja. Ist halt eine Interaktionstaste, die wir immer eigentlich. Ich kenne das jetzt hier schon den ganzen Part. Ich lasse euch das trotzdem angucken. Ja, ich habe gerade
Ja, was habe ich denn heute geschrieben? Ich habe. Ich gehe jetzt hier unten lang. Ich hatte. Ach ja, das war hier der Typ. Ich hatte gerade eine Prüfung, meine Deutschprüfung. Zentrale Abschlussprüfung. War ziemlich einfach, muss ich sagen. Donnerstag ist Englisch dran und nächsten Dienstag Mathe. Ja. Also, ich bin momentan richtig im Stress, nur ich bin jetzt auch relativ müde. Ich spinne. Und deswegen nehme ich jetzt hier mal kurz die Runde auf, weil ich habe auch mega Bock, das Spiel zu zocken. Und hier ist auch wieder dieser wunderschöne Baum in dieser grauen Landschaft. Vater, wo bist du? Mein Kummer ist gar groß. Kann jemand mehr geschwind darlegen? Baum fließt ganz wohl. Aura, wer spricht? Glühwürmchen. Ich fahrt mit dem Tau von der Wange. Das steht euch nicht. Das steht euch nicht, entstellt euch sehr. Ein Glühwürmchen, jetzt wird mir bange. Mein Mahl war heute wohl zu schwer. Essen klingt gut, doch bin ich verwirrt. Kennt ihr vielleicht eine Aura? Sicher, Herr, ich bin sie. Ein Herr, seid ihr nicht eine Signora oder ein Kind der hiesigen Flora? Hör auf mit deiner Narretei. What the fuck? Ich bin Aura, sag ich dir. Oh, hab's doch gewusst. Also, dann folgt mir. Eine Dame wartet. Eine Seherin mit Haarlang wie ein Bach, mit Haut aus Moos und leuchtendem Blick. Vielleicht weiß sie, wie ich aus diesem Traum erwach. So. Ich kann jetzt mit der Maus. Dieses Glühwürmchen steuern. Finde ich sehr lustig. Und da hinten ist ein Monster. Gegen das müssen wir wahrscheinlich auch bald nochmal kämpfen. So, wir können hier mit diesem Glühwürmchen können wir so verschiedene Punkte auch sammeln. Ich glaube, das sind Lebenspunkte. Finde ich cool. Finde ich echt cool. So, und hier kommt schon das erste Rätsel, dass ich aber gefangen, die Tür ist versperrt. Ein rundes Zepter, ein durchsichtiges Gefäß. Die Lösung ist klar wie Kristall. Herr Glühwurm, entflammt das Gesäß. Aber wir kennen uns doch kaum. Nun mach, dann werden wir schauen. So, jetzt können wir hier die Symbole da einmal reingehen. Da einmal reingehen. Da einmal rein. Jetzt ist die Tür auf. Ja, jetzt sind wir hier in diesem geheimnisvollen Baum. Wir finden uns da sogar, finden jetzt sogar unser Schwert. Und zwar genau hier.
Machen wir gleich schon mal den ersten Kampf hier. Also müssen wir. Handeln. Hier mit einem Linksklick können wir das Ding hier blenden und dann sehen wir da unten, dass er sich langsamer regeneriert. So, den hätten wir. Ist da jetzt auch nicht allzu schwer, ich denke mal, ist da noch ein paar. Ja! Härtere Gegner kommen. So, den greifen wir auch an. Dann sind wir Level 2. Handel. Hieb. So, dann kommen wir direkt hinterher, wenn wir den Typen da blendeln. So, das lief halt wie geschmiert. Besser als beim ersten Mal, wo ich alleine gespielt habe. Ich das Ganze halt nicht so verstanden. Ne? Vielleicht wäre es auch gut so. Jetzt kann man hier eine Fähigkeit. Maximal ein MP dauerhaft um 1. Ein Lichtblitz gegen eine Kreatur. Das können wir stärker aufwarten. Was ist das? Lichtstrahl, mächtiger Lichtangriff von Chancen 10%. Ja, es sind dunkle Resorte in Stock. Ein Lichtblitz gegen eine einzelne dunkle ist. Ja, machen wir nur den. Okay, dann hatten wir das schon mal und dann war jetzt auch die. Was sind die denn jetzt? Ich habe jetzt auch eben kurz die Sachen hier ein, wo ich voll bin. Komm ich auch? Okay, ich bin Level 2 und. Ich bin müde, sorry. Ich nehme jetzt sofort noch eine Folge auf, weil ich gespannt auf dieses Spiel bin. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.